Also es wird was Extravagantes, aber auch was ganz Natürliches geben. Also los geht's! Video. Es ist wieder soweit, es ist Weihnachtszeit. Ja, die schönste Zeit eigentlich des Jahres, wie ich finde. Leider dieses Jahr nicht so wie sonst, aber wir machen das Beste draus. Ich habe ein sehr cooles Video für euch vorbereitet. Viele Inspirationen zu Adventskränzen. Ich mache mehrere und ihr könnt gerne unten dann kommentieren am Ende, welcher euch am besten gefallen hat, welcher euch zusagen würde, was ihr nachmachen werdet, und freue mich einfach auf euer Feedback. Also es wird was Extravagantes, aber auch was ganz Natürliches geben. Also los geht's! Erstmal ein kleiner Mini-Haul, beziehungsweise ich zeige euch kurz alles, was ich hier vorbereitet habe. Ein paar Sachen sind aktuell und das meiste davon ist aber eher aus den Jahren Sammlung. So, hier diese Kerzenständer, die sind aktuell und die gibt es immer wieder beim Depot, also aktuell auch. Einfach ganz normale Kerzenständer, die habe ich zum Beispiel schon im Bad auch stehen gehabt und habe jetzt dazu zwei zusätzliche dazu gekauft, so dass wir dann die Vierer-Kombi haben. Wir haben hier solche Wedeln, die habe ich neu, einen Strohkranz, wir haben einen, so einen künstlichen aus der Tanne. Dieses Tablett hier ist aus dem Ikea, hat sich auch bei mir schon ein bisschen verfärbt, das ist schon was älter. Die Kerzen sind aus dem Action, dann habe ich hier solche Untersetzer, die sind auch aus dem Depot. Und dann haben wir ein bisschen Trockengras, also hier das ist ganz normal Eukalyptus bei uns aus dem Garten. Und das hier sind verschiedene Gräser, Pampasgras und. Das habe ich aktuell auch aus dem Depot. Und das sind Sachen aus dem Teddy, Ikea, aber auch schon alles ein bisschen älter. Hier, das habe ich aus dem Action, da wollte ich eigentlich die Tannen abschneiden, weil ich damit was vorhabe. Mal gucken, ob ich das überhaupt verwenden werde. So, und auf dieser Seite haben wir die Sachen, die ich auch schon alles älter habe. Hier, das ist aus einem alten Adventskranz von mir. Falls ihr die Adventskränze von davor den Jahren gucken, euch anschauen wollt, dann schaut auf jeden Fall hier auf dem i vorbei. Hier haben wir auch Sachen aus dem letzten Jahr. Diese kleinen Tanzapfen, glitzernden, die habe ich letztes Jahr aus dem Depot geholt. Die gibt es bestimmt dieses Jahr auch. Und das sind noch ein paar Weihnachtskugeln. Die gab es letztes Jahr im Action. Die hatten wir auch am Weihnachtsbaum hängen. Und vielleicht werde ich die in den Adventskranz integrieren. So, und dann würde ich sagen, los geht's. Also wir werden unterschiedliche Kränze machen, von ganz, ganz einfach und simpel bis zu aufwendig. Da ist, denke ich mal, für jeden was dabei. Also wir fangen mit hier diesem Kranz an. Ihr könnt zum Beispiel solche Kerzenständer ganz beliebig variieren, wenn ihr zwei verschiedene Größen euch holt und das Ganze einfach nur hübsch aufstellt, Kerzen rein, schon schaut es nach einem tollen Kranz aus und ich zeige euch das jetzt mal kurz. Wie gesagt, für die erste Variante habe ich einfach nur verschiedene Kerzenständer genommen, verschiedenen Höhen und diese Kerzen, der Kranz aus dem Depot, und dazu habe ich dann einfach viele kleine Kugeln beigelegt und eine Lichterkette und schon habt ihr eine einfache, aber eine schicke Variante. Can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Bei der zweiten Variante pimpen wir das Ganze nochmal auf und machen das noch pompöser und aufwendiger, wenn es einem zu wenig wurde. Hier habe ich verschiedene Wedeln genommen, auch wieder Christbaumkugeln in verschiedenen Formen und Farben. Ihr könnt es natürlich in euren beliebigen Farben oder Lieblingsfarben dekorieren. Diese verschiedene weiße Wedeln hatte ich aus dem Teddy und das andere aus dem Depot. Die Blume ist auch aus dem Depot. Ihr könnt hier eure Fantasie freien Lauf lassen. Und da drüber noch ein bisschen Glitzer, ein paar Federn noch dazu und schon sieht das Ganze super edel und glamourös aus. In Christmas times.
Jetzt geht es an die natürliche Variante. Dieses Holztablett habe ich aktuell aus dem Action und den Ring hier auch. Und dann versuchen wir den jetzt mal ganz natürlich zu machen. Hierfür habe ich eine alte künstliche Blume einfach auseinandergenommen, die einzelnen Zweige einfach abgeknipst und dann mit Bindedraht befestigt. Ihr könnt dazu auch Heißklebepistole nehmen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit natürlichen Materialien nehmen, also sprich frischen Tanne oder frischen Eukalyptus. Da ist eurer Fantasie auch keine Grenze gesetzt. Ich habe hier quasi eh die alten Materialien gehabt und die wollte ich nochmal wiederverwenden und habe jetzt nicht nochmal extra frische Gräser oder beziehungsweise frische Zweige gekauft gehabt. Könnt ihr aber, wie gesagt, auch machen. Dann habe ich hier noch aus der Herbstdeko Weizengräser gehabt. Die habe ich dann hier noch eingebunden, was ein bisschen schwierig war, das Ganze auch ein bisschen versteckt zu machen. Deswegen musste ich dann drumherum noch ein bisschen ja, was bekleben. Genau, das ist für mich jetzt auch mein erster Kranz, den ich so gebunden habe. Aber probiert es auf jeden Fall aus. Es ist jetzt gar nicht so schwer, wie es vielleicht aussieht für den einen oder anderen. Und ihr könnt ja so viel draufkleben, wie ihr möchtet, sodass am Ende alles dann verdeckt ist. Schaut einfach, dass es alles ein bisschen gut platziert ist. Hier habe ich erstmal getestet, wie die Kerzen drauf stehen werden, was ich noch abdecken muss, was nicht. Und dann habe ich das einfach mir passend gemacht. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Stimmt gerne ab, was ihr schöner findet, welchen Kranz ihr bei euch hinstellen würdet, welchen ihr nachbauen würdet. Ich bin gespannt auf eure Nachrichten und eure Kommentare. Gerne hier einfach 1, 2 oder 3 hinschreiben. Ich bin echt gespannt, was die Mehrheit am schönsten findet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Natürlich werden jetzt noch einige Videos zu Winter- und Weihnachtsdekorationen folgen, wo wir auch den Tannenbaum aufstellen, Lichterketten und. Und ich nehme euch überall natürlich wie immer mit und freue mich einfach schon mal, das Ganze mitzufilmen. Das war schon mal so ein kurzes Vorab. Ich wünsche euch eine wunderschöne Adventszeit, eine ruhige Adventszeit und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss! In Christmas time.